Die vier Säulen der Garnotherapie. 1. Gesundheitliche Probleme sind immer auf Giftstoffe zurückzuführen und oder darauf, dass der Körper aus dem Gleichgewicht geraten ist. In diesem Sinne ist auch ein Virus ein Toxin. 2. Die Garnotherapie behandelt den Körper, nicht die Krankheit. 3. Die Dosis richtet sich nach dem Zustand des Körpers, nicht nach der Krankheit. Jemand, der trotz seiner Beschwerden seine täglichen Aufgaben erledigen kann, braucht weniger als jemand, der nicht mal aus dem Bett aufstehen kann. Bei der Garnotherapie handelt es sich um tägliche Dosen, egal ob man auf einmal oder aufgeteilt einnimmt. 4. Die Reaktionen werden durch den Körper verursacht, nicht durch Ganoderma-Pilz. Die Reaktionen schaden dem Körper nicht, denn der Körper schadet sich nicht.